Es gibt einige Pokémon-Attacken, die haben durchaus sehr seltsame Effekte. Heute stelle ich euch 10 solcher Attacken vor. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Nummer 1. Kommen wir gleich zur ersten Attacke, die eine Spezialattacke ist. Das heißt, nur ein Pokémon bzw. eine Pokémon-Gruppe kann diese Attacke lernen. In fast allen Fällen sind Spezialattacken wirklich gut. Doch die Attacke Psykraft stellt eine große Ausnahme dar. Es ist die Spezialattacke von Kadabra und Simsala und sie senkt die Genauigkeit des Gegners um eine Stufe. Der Genauigkeits- und Fluchtwert bzw. seit der 8. Generation Ausweichwert ist ein sehr wichtiges Instrument, damit Attacken überhaupt treffen können. Also erscheint es erstmal ziemlich legitim, die Genauigkeit des Gegners um eine Stufe senken zu wollen. Das Seltsame an dieser Attacke ist, dass sie, wenn sie die Genauigkeit senken will, selbst gar nicht genau ist. Mit einer Genauigkeit von gerade mal 80% geht jede 5. Psykraft im Schnitt daneben. Für eine Statusattacke, die nur einen einzigen Effekt hat, ist sie ziemlich ungenau. Zunächst gab es diese Attacke in Schwert und Schild nicht, wurde dann aber mit der Version 1.2.0 nachgereicht. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum, denn kein Mensch hat diese Attacke wirklich je verwendet. Ganz ehrlich, das Verbiegen von Löffeln muss endgültig aufhören. Nummer 2. Kennt ihr das, wenn man in einem Spiel sprichwörtlich noch ein Ass im Ärmel hat? In Pokémon dachte man sich zur 4. Generation, das sei eine gute Idee, so eine Attacke einzuführen. Ein Ass im Ärmel mit der Attacke Trumpfkarte hat man dabei irgendwie nicht wirklich geschaffen. Die Attacke funktioniert so: Je weniger AP man selbst für diese Attacke übrig hat, desto stärker wird sie. Hat man nur einen einzigen AP-Punkt für diese Attacke übrig, dann ist die Stärke der Attacke sagenhafte 190. Das Problem an der Attacke ist, dass man 4-mal vorher mindestens diese Attacke schwächer eingesetzt haben muss, damit diese überhaupt auf diese Stärke kommt. Man fängt bei dieser Normalattacke mit einer Stärke von 40 an, das ist gerade mal so stark wie Ruckzuckhieb. Wenn man angenommen 4-mal Body Slam einsetzen würde, dann hätte man schon eine wesentlich höhere Stärke und zudem die Chance, den Gegner zu 30% bei jedem Einsatz zu paralysieren. Ich sehe also keinen wirklichen Grund, meine Trumpfkarte in Pokémon auch wirklich zu ziehen. Ganz ehrlich, ein Ass im Ärmel stelle ich mir ehrlich gesagt etwas anders vor. Nummer 3. Diese Attacke wurde zwar in der 1. Generation eingeführt, sie konnte aber kein Pokémon per Level-Up lernen. Die einzige Möglichkeit, diese Attacke dem Pokémon beizubringen, war es durch TM46. Natürlich änderte sich das bis zur 7. Generation und viele Pokémon konnten die Attacke Psi-Welle lernen. Die Attacke hat einen sehr, sehr kuriosen Effekt. Der Schaden dieser Attacke beträgt zwischen einem einzigen KP und 150 KP auf Level 100. Dies hängt damit zusammen, dass bei der Schadensberechnung das Level des Pokémon mit einfließt. Im Gegensatz zu Drachenwut, wo stetig 40 KP abzieht, bedeutet das, dass dieser Schaden dennoch zufällig ist. Das heißt, hat man ziemlich viel Pech, wird man wahrscheinlich weniger KP abziehen als mit einer stinknormalen Umklammerung. Bis zur 5. Generation war diese Psycho-Attacke auch noch sehr ungenau, sie hatte gerade mal eine Genauigkeit von 80%. Das generell seltsame an Psi-Welle ist, dass ihr sie von Sabrina bekommt. Das heißt, Sabrina gibt eine schlechtere TM in Saffronia City als Mr. Psycho, der euch Psychokinese gibt. Manchmal frage ich mich schon, warum diese Attacke überhaupt existierte. Aber ganz ehrlich, nicht alle Dinge in Pokémon muss man wirklich verstehen. Nummer 4. Wir haben ja jetzt durchaus sehr viele unbeliebte Attacken auch in dieser Liste gehabt. Dazu steht folgende Attacke im gänzlichen Kontrast. Gerade in Einzelkämpfen war sie ungemein geliebt und gefragt. Die Attacke Kraftreserve war eigentlich aus älteren Pokémon-Spielen kaum noch wegzudenken. Trotzdem war die Funktionsweise von Kraftreserve ziemlich seltsam. Gerade bei der Einführung der Attacke in der 2. Generation war sie sehr kompliziert. Fast die ganze Wirkweise der Attacke änderte sich in der 2. Generation, wenn man eine andere DV-Verteilung hatte. Somit konnte Kraftreserve den Typ ändern und damals auch die Schadensklasse sowie auch tatsächlich die Stärke. Man hatte also sehr viele Stellschrauben, die man beachten musste, was man aber scheinbar als bisschen zu kompliziert erachtete. Seit der 4. Generation wurde nicht mehr die Schadensklasse geändert.
Und seit der 6. Generation war auch die Stärke von Kraftreserve konstant. Obwohl die Attacke vom Typ Normal ist, kann sie nur durch Regulierung den Typ Normal annehmen. Auch der neu eingeführte Feentyp in der 6. Generation wurde für Kraftreserve nicht mehr berücksichtigt. Auch wenn die Attacke dadurch natürlich sehr variabel war, war sie natürlich sehr kompliziert und für die meisten Spieler ziemlich unhandlich. Wenn man sich aber näher mit der Attacke beschäftigt hatte, war sie eigentlich ziemlich gut. Es ist im Endeffekt also ein großer Verlust, auch wenn es eine ziemlich seltsame Attacke war. Nummer 5. Es gibt viele Attacken dieser Kategorie, Aufladeattacken. Die wohl bekannteste Aufladeattacke ist wohl zweifelsfrei Solarstrahl. Aber es gab in der 1. Generation noch eine weitere, ziemlich schlechte Aufladeattacke. Diese nannte sich Klingensturm und war vom Typ Normal. Sie hatte lediglich eine Stärke von 80 und eine Genauigkeit von 75. Ziemlich ungewöhnlich für eine Aufladeattacke. Denn Aufladeattacken brauchen immer eine Aufladerunde und dann eine zweite Runde, wo das Pokémon endlich angreifen kann. Man hat diese Attacke immer stetig versucht stärker zu machen, da sie wirklich extrem schlecht war. Die Attacke hat eine Genauigkeit von 100% bekommen, die Attacke hat beide Ziele getroffen und schlussendlich auch noch eine hohe Volltrefferquote gehabt. Die Sache ist, das half alles nicht, denn die Attacke wurde einfach nicht stärker und damit war sie immer noch ziemlich schlecht. Um wieder bei Body Slam zu bleiben, Body Slam ist schon seit der 1. Generation stärker, genauer und hat sogar noch einen Zusatzeffekt. Warum braucht diese Attacke eine seltsame Aufladerunde? Ich meine, wenn sie doppelt so stark wäre, okay, aber das ist sie definitiv nicht. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir seit der 8. Generation 1 haben. Ruhe vor dem Klingensturm. Nummer 6. Wir hatten ja jetzt wirklich viele Attacken, die nicht mehr existent sind. Und lasst mich eins vorwegnehmen, diese Attacke gibt es tatsächlich noch. Diese Attacke ist vom Typ Eis und nur ein einziges Eis-Pokémon kann diese Attacke per Level-Up lernen, Frigometri. Bis heute finde ich die Attacke Dunkelnebel irgendwie ziemlich seltsam. Die Attacke entfernt alle Statuswertveränderungen von allen teilnehmenden Pokémon. Wenn man näher darüber nachdenkt, ist das schon eigentlich ein ziemlich seltsamer Effekt. Ich meine, wenn die Attacke auf den Gegner beschränkt wäre, wäre das, denke ich, noch eine ziemlich gute Attacke. Ich meine, was bringt es meinem Pokémon, meine eigenen Statuswerterhöhungen zu entfernen? Baue ich mir durch diesen Nebeneffekt nicht selbst einen Nachteil? Ich muss auch sagen, ich finde so ein bisschen den Attackentyp seltsam. Ich meine, die Attacke könnte genauso gut eine Unlichtattacke sein und ich würde es wirklich verstehen. Nur wegen dem Nebel die Attacke zum Typ Eis zu machen, finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Gerade die Tatsache, dass es alle Pokémon betrifft, finde ich ziemlich seltsam. Vielleicht sollten manche Attacken einfach im Dunkeln bleiben. Nummer 7. Wir erinnern uns an Kraftreserve zurück. Die Attacke war ja von Anfang an eigentlich in ihrer Schadensklasse variabel. Mit der Einführung der 4. Generation änderte sich das allerdings. Man wollte aber auch für physische Angreifer diese Möglichkeit schaffen, mit einer variablen Attackenstärke anzugreifen. Und man entschied sich deswegen, die Attacke Bärenkräfte einzuführen. Je nachdem, welche Beere das Pokémon hält, wird die Attacke stärker oder schwächer bzw. ändert auch ihren Typ. Man könnte also fast sagen, die Attacke funktioniert so wie Kraftreserve, nur eben mit Beeren. Das Problem an der Attacke war, sobald die Attacke eingesetzt wurde, wurde die Beere auch verbraucht. Für die meisten Pokémon bedeutete das, dass man diese Attacke lediglich ein einziges Mal einsetzen konnte. Warum hatte diese Attacke eigentlich 15 Angriffspunkte? Für private Turniere mag die Attacke zwar vielleicht sehr interessant gewesen sein, in der Praxis allerdings erwies sie sich als ziemlich schlecht. Viel zu kompliziert in der Anwendung und viel zu selten einsetzbar war im Endeffekt Bärenkräfte. Und so endete die Kraft der Bären mit der 8. Generation. Nummer 8. Diese Bodenattacke wird oft als die schwächere Version von der Attacke Erdbeben beschrieben. In 15% der Fälle stimmt das aber allerdings gar nicht. Die variable Stärke der Attacke Intensität ist auch so eine ziemlich seltsame Sache. Dem Benutzer dieser Attacke wird ja eine zufällige Intensität angezeigt. Wenn man nicht genau die Attacke kennt, dann rechnet man eigentlich mit einem Vielfachen von 10 bei der Stärke. Das mag zwar zufällig für Intensität 7 stimmen, aber bei Intensität 10 stimmt das wiederum nicht. Die Attacke bestimmt eine Zufallszahl von 0 bis 99. Bei Intensität 4, dem niedrigsten Wert, wo Intensität annehmen kann, wird eine Zufallszahl von 0 angesetzt. Und damit wiederum ergibt sich die Stärke von 10.
Warum hat Intensität 4 eine Stärke von 10? Diese ganzen Intensitätswerte, welche euch da angezeigt werden, sind eigentlich vollkommen verwirrend. Ich finde, es ist eine Attacke, die keiner wirklich je richtig verstanden hat. Und wieso? Weil irgendwelche Werte angezeigt werden, die eigentlich mit der Stärke absolut gar nichts zu tun haben. Nummer 9. Diese Attacke wurde zusammen mit zwei weiteren Normalattacken in der dritten Generation eingeführt. Aber die Wirkweise dieser Attacke ist extrem seltsam. Lasst mich euch erklären, was Horta so macht. Die Attacke Horta sammelt Kraft für zwei bestimmte Attacken. Zum einen die Attacke Entfessler, die dann eine Stärke bei 3 Runden von Horta von 300 hat. Und dann gibt es noch die Heilungsattacke Verzehrer, die bei 3 gehorteten Runden eine Regeneration von 100% der eigenen KP verursacht. Hört sich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht an. Das Problem ist, man braucht 3 Attackenslots und es dauert einfach viel zu lange, bis Horta wirklich effektiv treffen kann. Durch den Normaltyp der Attacke Entfessler ist es zudem auch nicht möglich, sehr effektiv zu treffen. Und ich finde es schon ziemlich seltsam, dass gerade einmal 2 Attacken wirklich davon beeinflusst werden. Zudem wird ja seit der 4. Generation auch die Verteidigung und die Spezialverteidigung pro Horta um 1 Stufe erhöht. Setzt man aber Entfessler oder Verzehrer ein, dann gehen die Verteidigungswerte wieder weg. Meiner Meinung nach die am wenigsten flexible Attacke, die es im Pokémon-Spiel überhaupt noch gibt. Ich wüsste keinen einzigen Grund, warum man einem Pokémon Horta beibringen sollte. Nummer 10. Kommen wir zu guter Letzt zu einer weiteren Spezialattacke. Eigentlich genauer gesagt sind es sogar 2. Wenn man so will, gibt es von der Attacke genau wie bei dem Pokémon mehrere Versionen. Es handelt sich dabei um die Attacken Umwandlung und Umwandlung 2. Fangen wir mal mit der normalen Umwandlung an. Umwandlung ändert den Typ des eigenen Pokémon in den Typ der ersten Attacke. Daher ist es nicht gerade klug, Umwandlung als erste Attacke zu setzen. Ehrlich gesagt ist es, glaube ich, auch die einzige Attacke, die davon beeinflusst wird, an welcher Position eine andere Attacke steht. Dann gibt es noch die Attacke Umwandlung 2. Bei dieser Attacke werdet ihr resistent von dem Typ, von dem ihr zuletzt getroffen wurdet. Wenn ihr also von einer Wasserattacke getroffen wurdet, kann es sein, dass ihr vom Typ Wasser seid, oder es kann halt auch sein, dass ihr vom Typ Pflanze seid. Ich meine, es ist ein bisschen blöd, dass der Zufall bestimmt, welchen Typ ihr jetzt annimmt. Während man also Umwandlung noch so ein bisschen steuern kann, ist Umwandlung 2 vollkommen vom Zufall abhängig. Ich meine, ich kann den Effekt der Attacke wirklich verstehen, er ist aber ziemlich komisch. Umwandlung 2 ist gar nicht steuerbar und damit so ziemlich eine unnütze Attacke. Porygon kann sicherlich viel bessere Attacken lernen als Umwandlung. Die Attacken mögen zwar eine nette Spielerei sein, mehr aber auch nicht wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, an der Stelle liken, hypen nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Doch wie immer verabschiede ich mich hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.